Freitag, der 6.11.2015. Und ich bin etwas in Hektik. Ich weiß auch nicht, ich bin nicht spät aufgestanden, bin kurz nach 7 aufgestanden, also relativ normal. Irgendwie kam ich total ins Trödeln. Ja, und habe das Gefühl, dass ich eigentlich noch sehr viel erledigen muss. Muss ich auch, also nicht viel, aber noch ein paar Sachen erledigen muss ich eigentlich. Aber ich verschiebe die schon wieder und das ist scheiße. Vor allem, weil die eigentlich wichtig sind, weil ich die nicht auf morgen verschieben kann, sondern wenn dann erst auf Montag. Nicht so schön. Naja, mal gucken. Jetzt bin ich erstmal mit dem Hund raus. Wenn ich nach Hause komme, lade ich das Video hoch. Nochmal mit dem Hund raus zur Arbeit. Muss ja wieder arbeiten heute. Witzig aber, dass ich mir vorhin überlegt habe, okay, heute gehst du nicht an den Strand, heute gehst du mal wieder in den Wald. Und entweder will Cookie auch in den Wald, die ist nämlich auch gerade sehr happy hier. Oder die hat jetzt schon meine Gedanken gelesen. Jedenfalls hat sie gar keine Anstalten gemacht, zum Strand zu wollen, sondern zog gleich Richtung Wald. Also bei ihr der Strand wahrscheinlich auch schon wieder über. Ich glaube, mein Bart sieht ziemlich zerzaust aus heute. Mag daran liegen, dass ich noch nichts gemacht habe. Aber zum Teil liegt das auch am Wetter. Ist mir schon mal aufgefallen. Wenn so nasskaltes Wetter ist. Wenn so nasskaltes Wetter ist, dann. Ich muss kurz erklären, wenn man verwirrt war, ne? Ich habe im Augenwinkel irgendwas weghüppen sehen. Kann auch nur ein Stock gewesen sein oder so, keine Ahnung, der sich bewegt hat, weil ich da lang gelaufen bin. Dann war ich kurz verwirrt. Und im Moment, wo ich wieder zurück zur Kamera gucke, habe ich nochmal heute gesehen, deswegen. Naja, okay. Also. Ja, wenn es so nasskaltes Wetter ist, dann machen die Haare im Bart dazu wollen. Irgendwie ganz komisch. Ich habe manchmal das Gefühl, dass er bald ab ist, der Bart. Gestern war ich auch kurz davor. Cookie ist jetzt schon der dritte Stock. Jedes Mal werden sie größer. Naja. In dem Video über die Kackbeutel am Strand bin ich so aufgeregt, dass ich statt mich immer mir gesagt habe. Ja. Bisschen peinlich. Aber es war, weil ich so aufgeregt war. Dann kommt mein Brandenburger Slang durch wahrscheinlich. Na, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist mir unangenehm, aber ja, so bin ich. Ansonsten habe ich festgestellt, dass ich ganz oft keine Ahnung sage. Keine Ahnung ist also so meine Lieblingsfloskel. Anscheinend. Jedenfalls habe ich beim Bearbeiten der letzten zwei Videos gemerkt, ich sage ganz oft keine Ahnung. Keine Ahnung. ja, und die Windgeräusche. Das war Katastrophe, die letzten zwei Videos, ne? Wenn ich am Strand war. Ja, ist auch nicht so schön. Muss mal gucken, vielleicht muss ich doch die Hülle für die GoPro nehmen. Dann gibt es ja eine mit einer offenen Klappe hinten, die für sowas sein soll. Also da steht in der Beschreibung, dass man die Klappe benutzen soll, die offen ist, für Geschwindigkeiten nehmen soll oder für alles nehmen soll, was bis 100 km/h geht, glaube ich. Ne, bis 30. Ich weiß nicht mehr.
und die Geschlossenheit für Unterwasser und für Geschwindigkeiten, die hier sind, irgendwie so komisch. Ansonsten so ein Audio-Puschel für die GoPro gibt es nicht. Naja. Andere Möglichkeit wäre noch die 7D zu nutzen. Aber die hat ja leider keinen Autofokus, was ein Problem werden könnte. Ist halt auch doof, wenn das Video unscharf ist. Also verwirrt einen ja auch, wenn man dazu guckt, das weiß ich. Und außerdem, wenn ich die so vor mir schleppe wie mit so einem Gorilla-Pod und so, wie ich mit dem Handy manchmal mache, das ist echt zu heavy. Das möchte niemand. Christian Lahm Arm. Ich weiß gar nicht, wie der Neister das macht. Naja. Ja, noch eine Möglichkeit wäre, das Handy aufzurüsten. Da gibt es ja inzwischen auch Ansteckmikrofone, auch mit Windschutz und so. Aber ist finanziell momentan wirklich drin. Zumal das andere Problem ja da mit dem Akku ist, was ich letztens schon beschrieben habe. Das muss ich erst mal beobachten. Naja. Am Ende läuft aber alles darauf hinaus, dass ich eine Kamera zum Vloggen brauche. Und zwar eine vernünftige. Und nach allem, was ich in letzter Zeit so gesehen habe, ist da die Canon G7X immer noch die beste Alternative. Ja. Und da machst du halt so einen Puschel oben auf dem Mikrofon, klebst darauf und das ist gut. Aber das hat schon durchaus Vorteile, wenn du siehst, was du aufnimmst, auch wenn die Kamera so vor dir hält wie jetzt, durch diesen klappbaren Monitor da. Und qualitätsmäßig ist das ja auch schon ein oberes Niveau, was das am Video weiter rausspringt. Ja. Eigentlich würde ich gerne erzählen, warum es finanziell nicht drin ist. Aber ja, das ist ein bisschen kompliziert gerade. Also ich weiß nicht, ob ich das erzählen kann oder wie ich das erzählen kann, ohne dass jetzt irgendjemand auf die Füße fällt oder so. Da sind momentan noch Anwälte involviert und da wird sich demnächst wahrscheinlich auch noch ein bisschen was tun. Aber da muss ich noch drüber nachdenken, wie und wann ich das erzählen kann oder was ich da erzählen kann. Ja. Soll ich einen Stock werfen? Machen. Aus. Nein, aus. Kann ich werfen, wenn du da dran hängst. Aua. Einen hässlichen Stock genommen. Sonst hast du das Schönere. Jetzt fängt es nur an zu regnen. Naja, die Barthaare wiegst du nach unten, weil sie nass sind. Ganz schön Blätter verloren, die Bäume in letzter Zeit, also seitdem ich das letzte Mal da war. Da lag noch nicht so viel Laub auf der Erde. War noch mehr Laub an den Bäumen dran, aber dann sind inzwischen doch recht kahl geworden. Naja. Es ist totale Scheiße, dass ich euch nicht erzählen kann. Weil ich will es die ganze Zeit erzählen, weil ich irgendwie drüber reden muss, keine Ahnung. Also es ist nicht so, dass ich niemanden habe, mit dem ich drüber reden kann, aber trotzdem ist dieses Bedürfnis da. Zusätzlich zu den anderen, die sprechen. Und naja. Und auf der anderen Seite bin ich mir sicher, dass der ein oder andere, der hier zuschaut, vielleicht sogar einen Tipp hat oder eigentlich helfen könnte. Oh, ich weiß nicht.
Hund fühlt sich echt wohl. Die wollte auch unbedingt den Wald heute anscheinend. Ja. Ist ziemlich happy, dass sie hier im Wald ist gerade. Naja, hilft aber nichts. Ich muss langsam wieder zurück. Wenn ich wenigstens noch schaffe, das Video online zu stellen. Und soweit fertig zu machen. Mal gucken, ob ich noch irgendwas erledigen kann. Von meiner To-Do-Liste. Ich fühle mich echt irgendwie ein bisschen gestresst. Leg's hier hin, holst du morgen wieder. Super. Na komm, mal wieder an der Leine anhängen. Ja. Super, holst du morgen wieder. Kopfbeutel mitnehmen. Und nach Hause kommen. Diese tägliche Vloggen macht den Tag auch ein bisschen stressiger. Weil zumindest ich noch nicht so in dem Flow bin, dass ich einfach alles aufnehme, ohne groß drüber nachzudenken. Ich glaube, andere Vlogger, die das schon länger machen, sind in diesem Flow drin. Also da ist es einfach so. Ich merke, wie es bei mir jedenfalls anfängt, aber noch nicht so richtig ausgeprägt ist. Und und ich mir selber immer noch diesen Druck mache oder ständig drüber nachdenke, musst du noch was erzählen, musst du noch was zeigen, was kannst du aufnehmen, was kannst du zeigen. Und ich mich so halt ein bisschen unter Druck setze, selbst. Meistens Lust zur Arbeit. Meine macht das auch mal so. Meistens ist es ja so, ne? Ja.
viele Anmeldungen hatten auf Arbeit heute, war das sehr entspannt, weil wir noch Leute waren und so lief, erstaunlicherweise. Auch vom Service her und so. Naja, ist auch egal. Ja, das Übliche am Abend, ne? Obwohl, ne, heute muss ich noch abwaschen. Also abwaschen, danach dann duschen, Kaffee trinken und Video schneiden. Wie immer. Gut. Ja, bleibt mir wie immer nur zu sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.